I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 1. November 2023. Schönen guten Morgen. Heute blicken wir wieder auf die NFL, gucken, was ausschaut nach der 8. Woche, wie es weitergeht in der 9. Woche. Aber erstmal haben wir Fußball im Programm. Es ist Pokalwoche und da gucken wir natürlich zuerst auf den DFB-Pokal. Da gab es gestern Abend die ersten Spiele mit dem FC Homburg, der sich wieder durchgesetzt hat gegen einen Profiverein. Der Viertligist steht im Achtelfinale, an dem er Darmstadt rausgeworfen hat. In der ersten Runde ging es jetzt gegen Greuther Fürth gut zu Ende und damit also eine Runde weiter. Das ist natürlich aller Ehren wert, was die Jungs da zaubern im Saarland. Außerdem St. Pauli setzt sich durch gegen Schalke nach Verlängerung. Stuttgart schlägt Union Berlin. Wolfsburg gewinnt gegen Leipzig. Kaiserslautern gewinnt gegen den 1. FC Köln. Gladbach klar gegen Heidenheim weiter. Und Düsseldorf gewinnt nach Verlängerung bei Unterhaching. Ich habe noch kein Endergebnis vorliegen von Düsseldorf gegen den HSV. Da läuft immer noch die Verlängerung. Können auch noch Elfmeterschießen geben. So lange wollte ich jetzt nicht warten mit der Aufzeichnung. Heute geht es weiter mit den nächsten Spielen. Wieder um 18 Uhr ein Viererpack. Dortmund gegen Hoffenheim, Holstein Kiel gegen Magdeburg, Freiburg Paderborn und Sandhausen gegen Leverkusen. Alles natürlich live, einzeln oder Konferenz auf Sky Sport. Und dann gibt es um 20:45 den zweiten Viererblock. Nürnberg Rostock, Hertha BSC gegen Mainz und Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt. Sowie, falls gespielt werden kann, wir kennen die Problematik mit dem Rasen und mit dem Regen im Saarland, Saarbrücken gegen Bayern München. Das wäre dann auch das Free-TV-Spiel, was ihr sehen könntet, wenn es denn da liefe, wenn es in Stadt fände. Liefe es im ersten im Rahmen der Sportschau live. Müssen wir gucken, ob es soweit kommt. Werden wir aber rausfinden, da bin ich mir sicher. Mehr Pokalspiele heute gibt es zum Beispiel auch aus England. Da gibt es ein volles Programm im EFL Cup am Abend mit insgesamt 6 Spielen, alle live, einzeln und in Konferenz auf The Zone zu sehen. 20.30 Uhr geht's los mit West Ham United gegen Arsenal. Dann kommen um 20:45 Uhr dazu Bournemouth gegen Liverpool, Chelsea gegen Blackburn, Everton Burnley und Ipswich gegen Fulham. Und dann um 21:15 Uhr Manchester United gegen Newcastle United. Also ich glaube, das ist schon ein ziemlich attraktives Programm. Und auch die Konferenz kann sich hier, glaube ich, wirklich sehen lassen. Wer Lust hat, 20:30 Uhr also reingucken auf The Zone. Coppa Italia gibt's auch auf The Zone. Mit folgenden Spielen. Wir haben um 15 Uhr Genua, CFC Genua gegen Reggiana. Dann haben wir um 18 Uhr Lecce gegen Parma. Und dann gibt es noch das gibt es aber nicht, doch Udine gegen Cagliari. Das ist am Abend auch noch um 21 Uhr. Alle 3 Spiele gibt es zu sehen auf der Zone. Einzeln, weil sie nacheinander stattfinden. Und aus Spanien gibt es auch noch ein Spiel, nämlich Copa del Rey. Und zwar der FC Sevilla ist zu Gast bei Quintanar de la Orden. Sagte mir bis gerade eben gar nichts, aber da spielen sie. Und um 15:30 Uhr auf Mittag kann man sich da also schon einstimmen. Das heißt, ihr könnt Nachmittag schon anfangen mit Copa Italia und Copa del Rey ab 3 Uhr. Und dann gleiten wir in den Abend hinein, dann kommt der DFB-Pokal dazu. Und dann beschließen wir den Abend mit einer Knallerkonferenz aus dem EFL Cup. Geht schlechter. Würde ich sagen. Und es ist schwer müde. Deswegen warte ich die Verlängerung nicht mehr ab bei Bielefeld HSV. Immer noch 1-1 übrigens. So, dann gab es eine gute Nachricht aus der Nations League der Frauen. Die Deutschen haben wieder gewonnen. 2-0 auf Island. Dänemark hat allerdings auch wieder gewonnen. Das ist die schlechte Nachricht. 2-1 gegen Wales. Damit bleibt es dabei, dass diese beiden Teams hier den Gruppensieg unter sich ausmachen. Nach 4 Spieltagen hat Dänemark 12 Punkte, Deutschland 9. Die anderen beiden, Wales und Island, sind bereits rausrechnerisch aus dem Rennen um den Gruppensieg. Und das nächste große Spiel wird dann sein am 1. Dezember, das direkte Duell in Rostock, Deutschland gegen Dänemark. Und da gilt es natürlich dann fürs deutsche Team, Dänemark zu schlagen und den direkten Vergleich sich zu ziehen am besten, indem man das Ding mit 2-0 oder höher gewinnt. Also 2-0 wäre ein Ausgleich im direkten Vergleich. Kommen wir nochmal darauf zurück, wenn der 1. Dezember ansteht, würde ich sagen. Aber das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer. Und dann gibt es noch einen letzten Spieltag, wo dann wirklich auch noch ganz verrückte Sachen passieren können. Fußball erledigt, gehen wir zum Eishockey. Die Deutsche Eishockey-Liga hat gestern gespielt wiederum und da hat die Düsseldorfer EG gewonnen in Augsburg. Ich konnte es kaum glauben, als ich es gesehen habe. Sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch an die Herrschaften. Iserlohn verliert gegen München. Damit hat sich an der Tabellen... Spitze ist oben. Wie heißt das unten? An der Tabellenstumpfe. Glaube ich, nicht korrekt. Hat sich jetzt wieder ein Schlusslichtwechsel ergeben. Düsseldorf schiebt sich wieder vorbei und ist damit jetzt wieder nur Vorletzter vor Iserlohn. Herzlichen Glückwunsch dazu. Immerhin. Schöne Sache. Man muss nehmen, was man kriegt. Das ist ja klar. So, dann gucken wir nach oben in der Tabelle und schauen mal, was sich da getan hat. Die Adler Mannheim haben wieder mal gewonnen gegen Frankfurt im Prestigeduell. Die Eisbären Berlin gewinnen in Nürnberg 10:2, also sehr, sehr deutlich, bleiben damit Erster. Und Straubing hat auch gewonnen gegen Schwenningen, bleibt damit Zweiter.
Ja, Mannheim Dritter, da hat sich nichts getan an der Spitze. Ne? Also da muss man fairerweise sagen, das war dann jetzt ein Spieltag, wo nichts Dramatisches passiert ist. Heute geht es weiter mit zwei Spielen. Ingolstadt gegen Wolfsburg um 18 Uhr und Köln gegen Fishtown um 19 Uhr. Beide Spiele live zu sehen auf Magenta Sport. Nicht in der Konferenz übrigens. So, dann kommen wir zum Tennis. Da gibt es Neues aus Paris. Herr Alexander Zverev ist eine Runde weiter gegen Fuchsowitsch gekommen. Daniel Altmaier auch weitergekommen. Jan-Lennard Struff ist ausgeschieden gegen Ožej Aliassime. Und dann gucken wir auf die Quali-Kandidaten für die ATP-Finals. Hurkacz ist eine Runde weiter. Khachanov ist eine Runde weiter. Da hat sich also noch gar nichts getan. Alcaraz ist raus. Gleich im ersten Spiel gegen Safiulin. Das ist überraschend, muss man fairerweise sagen, dass es den da gleich erwischt hat. Der ist aber qualifiziert für die Finals schon längst, das ist klar. Aber trotzdem hätte ich mir mehr zugetraut, um ehrlich zu sein. Und im Doppel Krawitz-Pütz draußen gegen Erla Miedler. Und damit ist dann auch endgültig das Thema ATP Finals für die beiden ad acta gelegt. Ich hatte ja da kürzlich noch ein bisschen Schwierigkeiten, im Quali-Modus da den Überblick zu behalten. Aber die werden nicht dort spielen. Das ist erledigt jetzt hiermit. Zverev Melo übrigens auch draußen gegen Lemons Withrow, aber da ging es nicht mehr um die Quali in dem Sinne. Granollers Ceballos übrigens, derweil der nächste Qualifikant, der sich durchgesetzt hat für Turin, aber kaputt. Werden es nicht schaffen. Und dann schauen wir zu den Damen rüber, zu den WTA-Finals. Da hat nämlich Laura Siegemund den ersten Sieg eingefahren mit Vera Sonareva im Doppel. Da haben sie ihr Auftaktmatch gewonnen gegen Krejcikova-Siniakova. Glückwunsch, das ist schon mal eine sehr erfreuliche Geschichte. Und im Einzel, da gab es Siege für Sabalenka, für Pegula, für Swiatek und für Goff am ersten Spieltag. Dass man schon mal so grob den Überblick behält. Da geht es jetzt weiter und dann verließen sie sich wieder überblicksmäßig. Herrenturnier ab 11 Uhr, wisst ihr ja, in Paris wieder auf Sky Tennis. Da ist Daniel Altmaier schon wieder eine Runde weiter, weil er gegen Taylor Fritz nicht antreten muss, weil der nicht antritt. Also Fritz geht kampflos raus, ist damit auch aus dem ATP-Race raus für Turin. Und Altmaier steht automatisch schon im Viertelfinale, ne? Verrückt. Aber dann gibt es ein volles Programm mit allen, ne? Mit Medvedev, mit Hurkacz, mit Zverev auch wieder gegenüber. Der wird spielen. Team gegen Rune ist dabei, Sinner, Tsitsipas und wie sie alle heißen, Djokovic. Guckt Tennis und dann seht ihr sie alle. Am Abend dann auch wieder Siegemund Zverev gegen Goff Pegula. Wenn ich es richtig sehe vom Spielplan. Ja, nee, der hängt wieder, der Spielplan. Och. Also jedenfalls auch ab 20:30 WTA Finals auf Tennis Channel und dann, was da jeweils läuft, werdet ihr sehen. Es gefällt mir nicht mit diesem Spielplan, der da so spät rauskommt. Aber gut, was willst du machen? Aber Tennis gibt es auf jeden Fall. So, dann habe ich noch ein paar Einzelergebnisse. Einmal Basketball Eurocup. Hamburg verliert in Badalona. In der Major League Baseball gewinnen die Texas Rangers das dritte Finale gegen die Arizona Diamondbacks. Damit also führen sie jetzt eine Serie mit 2:1. Viertes Spiel jetzt in der Nacht, wo ich gerade aufzeichne. Fünftes Spiel übernächste Nacht, immer nachts ab 1 auf Sport 1 Plus zu sehen. Spandau Berlin hat in der Champions League Wasserball verloren gegen Barceloneta. Und dann gehen wir nochmal zum Tischtennis nach Frankfurt. Da sind jetzt auch ausgeschieden Patrick Franziska und Han Ying aus deutscher Sicht. Und da geht es jetzt heute weiter wie folgt beim Tischtennis. Wir haben ab 14 Uhr Dan Qiu am Start. Nina Mittelham wird spielen. Ovtcharov ist noch dabei und Sabine Winter. Wer Lust hat, das zu gucken, die spielen erst am Abend. Abendsession. Ovtcharov auf 20 Uhr und Winter im Anschluss daran. Mittelham und Q schon im Nachmittagsblock. WTT Global ist euer YouTube-Kanal. Ist der YouTube-Kanal eures Vertrauens, so kann man es, glaube ich, sagen. Benedikt Duda ist übrigens auch noch drin, der spielt aber erst wieder morgen, also Donnerstag. So, dann gibt es heute noch zu erwähnen, dass wir Basketballspiele haben. Aus dem Eurocup gibt es Ulm gegen Wrocław. Das gibt es live auf Magenta Sport und auf Magenta Sport Sport. Also auch ohne Magenta TV-Abo zu sehen. Und ansonsten gibt es aus der Champions League zu sehen auf Dein Sports die Spiele von Oldenburg bei Pinar Karjaka und Telekom Baskets Bonn gegen Hapoel Holon. Dein Sports. Und FIBA Europe Cup, den gibt es dann wieder auf dem FIBA YouTube-Kanal mit den Rostock Seawolves in Jonava, mit Göttingen gegen Caravnos 19:30, also Rostock 17:30. Und die Chemnitzer Niners, die spielen um 20 Uhr bei den Bosch. Auch das auf dem YouTube-Kanal free zu sehen. Und dann gehen wir mal in die NFL, würde ich sagen. Das ist ja unser Mittwochs-Standardprogramm hier. Week 8 ist durch und das war die Woche, in der sich die Quarterbacks verletzt haben, reihenweise. 8 Teams, glaube ich, am Schluss ohne ihren Starting-Quarterback. Das ist schon relativ bitter. Dazu kommen noch diverse andere Angeschlagene. Brock Purdy mit der zweiten Concussion, muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Mahomes angeschlagen. Also das ist momentan eine wilde Zeit für die Quarterbacks.
Ergebnistechnisch hat sich Folgendes getan. Stichwort Pogbury. Die 49ers verlieren gegen Cincinnati, wo Joe Burrow jetzt wieder fit ist. Der war ja angeschlagen Anfang der Saison. Jetzt ist er wieder da und holt damit den vierten Sieg. San Francisco die dritte Niederlage in Folge. Damit verlieren sie auch die Tabellenführung in der Division an Seattle. Die haben nämlich ihrerseits gewonnen gegen Cleveland. Außerdem haben wir, gucken wir mal kurz drauf, was noch sich getan hat, Philadelphia. Die haben den siebten Sieg eingefahren im achten Spiel, schlagen Washington. Nicht so überraschend, gebe ich zu. Dallas wieder erfolgreich gewesen. Auch die haben gewonnen und zwar gegen die LA Rams. Dann haben wir Detroit Lions, die auch wieder gewonnen haben im Monday Night Game gegen die Las Vegas Raiders. Carolina gewinnt gegen Houston, New Orleans gewinnt in Indianapolis und die Minnesota Vikings, die gewinnen in Green Bay. Das ist also die NFC, da haben wir jetzt als stärkstes Team Philadelphia mit 7-1 klar vorne. Dann kommen mit 2 Niederlagen Detroit und Seattle und Dallas und mit 3 Niederlagen jetzt ja schon San Francisco. Und dann kommt so ein ganz großer Pulk. Da sind dann so Teams drin, die haben alle keine positive Bilanz mehr. Das waren jetzt schon alle 6 Teams, nee, doch 5 Teams haben wir mit positiver Bilanz noch in dieser Conference. Alle anderen haben ausgeglichene oder negative Bilanz. Dazu zählen Atlanta, New Orleans, Minnesota, Tampa Bay, Washington, die Rams, die Packers. Das ist alles so die Verfolgerbubble. Und wir haben am Tabellenende ja auch mit Carolina kein siegloses Team mehr, denn die haben ihr erstes Spiel gewonnen gegen Houston. Damit also auch jetzt 1-6 und die NFC rückt muckelig beisammen. In der AFC haben wir jeweils ein Team vorne mit 6-2. Ganz einfach, Baltimore, Jacksonville, Miami und Kansas City. Die haben folgendermaßen sich geschlagen. Baltimore hat gewonnen in Arizona. Jacksonville hat gewonnen in Pittsburgh. Kansas City hat verloren in Denver. Das war die Überraschung des Spieltags mit Sicherheit. Und Miami gewinnt gegen New England. Das war sicherlich nicht so überraschend, will ich mal ehrlich sein. Buffalo auch noch wieder jetzt am Ball mit 5-3 nach dem Sieg gegen Tampa Bay. Und die New York Jets, die haben wieder gewonnen bei den Giants im New Yorker Duell. Haben damit jetzt 4-3, also auch eine positive Bilanz. Mal sehen, wenn Rodgers jetzt noch irgendwann zurückkommt, wo sie da der Wind noch hintreibt. So mal offen für alles, würde ich sagen. Die Chargers gewinnen gegen Chicago und die Tennessee Titans gewinnen gegen Atlanta. Das waren dann noch die letzten Ergebnisse. Ich glaube, das waren sie sonst alle. In der AFC ansonsten außer diesen 4 Teams noch erwähnenswert Buffalo mit 5-3 und dann mit einem 4-3 kommt eine ganze Horde hinten dran, nämlich Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati und die Jets. Also die AFC momentan stärker als die NFC. Und die haben auch mehr Playoff-Kandidaten, die das wirklich gerechtfertigt wären. Wir haben nämlich hier in der AFC nur ein Team, was nicht schon mindestens 3-mal gewonnen hat. Das sind die New England Patriots. Alle anderen hatten 3 Siege auf dem Konto oder haben auf dem Konto. Das macht doch schon mal einiges her. Nächstes Wochenende geht es folgendermaßen weiter. Donnerstag Tennessee in Pittsburgh. Nicht so spannend, wie ich finde, 1:15. Und dann am Sonntag das erste Spiel in Frankfurt ever. Nämlich die Miami Dolphins und die Kansas City Chiefs gegeneinander. Beide mit 6-2. Es ist das Topspiel des Wochenendes und das findet in Frankfurt statt. Mittags um 15:30 Uhr. Könnt ihr auch dann live überall sehen. Das gibt es dann auf The Zone und auf RTL auch zu sehen. Dann hat RTL im ersten Block das Topspiel gezogen, Seattle zu Gast in Baltimore. Und im zweiten Block hat dann The Zone das Topspiel mit Dallas in Philadelphia. Und in der Nacht dann auch interessant, wie ich finde, Buffalo in Cincinnati, weil die kommen ja auch langsam wieder ins Rollen. Da gucken wir aber nochmal genauer drauf, dann, wenn es soweit ist, am kommenden Sonntag. Für mich heißt es, das war's und raus hier an dieser Stelle. Ich gucke nochmal, ich wollte nochmal DFB-Pokal gucken, ob es noch was ergeben hat beim letzten offenen Pokalspiel. Nee, gibt anscheinend Elfmeterschießen. Gut, dann gucke ich mir das jetzt noch an. Ergebnis erzähle ich euch morgen. Ihr wisst es wahrscheinlich jetzt ja eh schon. Schöne Nacht, ihr guckt das ja morgen früh wahrscheinlich. Schönen Tag euch und dann bis heute Abend wieder, dann mit mehr Ergebnissen vom Pokal und wir schauen wieder aufs Tennis und was halt sonst noch so vorbeiflattert. Macht's gut und danke fürs Zuschauen.